Ja, schön, dass du wieder auf meinen Kanal gefunden hast. Heute mal kein Schminken, gar nichts, sondern heute geht es um Ran an den Speck. Und zwar habe ich euch unten in der Infobox Margarita Make-up und mehr verlinkt. Wir beide machen das ja schon seit geraumer Zeit zusammen, einfach nach Möglichkeit Gewicht zu verlieren, Ernährung einfach ein bisschen umstellen. Jeder hat da ja so seinen Schlachtplan. Ich versuche einfach immer ein bisschen besser, ein bisschen gesünder, ein bisschen weniger, bisschen mehr trinken, bisschen mehr raus an der frischen Luft, also einfach eine gesündere Lebensweise zu bekommen, was nicht immer ganz so einfach ist. Wir machen das ja ungefähr so jetzt ein Jahr oder so, dass wir jetzt da immer mal so ein bisschen am Ball bleiben. Eine Zeit lang habe ich auch richtig, richtig gut und konsequent einfach abgenommen, habe mich auch sehr viel besser gefühlt, einfach ein bisschen mehr Vollkorn, ein bisschen mehr Rohkost und solche Sachen. Aber ich will jetzt nicht wieder meinen Job davor schmeißen und sagen, ich kriege das immer alles nicht hin, aber es ist bei mir ganz einfach so, dass durch diese Wechselschicht früh, spät, hin, her, ist es für mich einfach manchmal schwierig, regelmäßig zu essen, Essen vorzubereiten und so. Man könnte es, aber man ist manchmal einfach ein bisschen faul. Wir sind ja jetzt wieder im Januar durchgestartet, nach einer ganzen Zeit, wo wir einfach gesagt haben, Mensch, lass einfach mal laufen, das Ding, und mal gucken, was denn passiert. Vielleicht greifen wir es irgendwann wieder auf. Jetzt im Januar haben wir es wieder aufgegriffen. Ich blende hier nochmal ein, mein Startgewicht vom Januar. Habe mich natürlich heute Morgen gewogen, um zu gucken, wie die ersten 4 Wochen mit diesen neuen, sage ich mal, Gedanken im Kopf wieder, wie das Ganze da so bei mir gelaufen ist. Und ich muss sagen, die erste Woche, da hatte ich tatsächlich Urlaub. Da ist das richtig gut gelaufen. Da hatte ich nämlich Zeit, mir Gedanken zu machen, was ich esse und wann ich das esse. Und konnte mir Sachen vorbereiten, konnte dementsprechend einkaufen, auch mal im Tiefkühler wühlen, was hat man denn da noch, was man so mal aufbrauchen kann. Viel Obst, viel Gemüse, viel Salat, viel Gerichte ausprobiert, die ich sonst so nicht essen würde. Im Moment ist das bei mir so, dass ich so auf die vegetarische Schiene, dass ich das so gerade so in der ersten Zeit so richtig toll fand. Das habe ich wieder so ein bisschen aufgegriffen vom letzten Mal. Aber der Urlaub war zu Ende. Und der Schlendrian ist wieder eingetreten. Frühschicht, Spätschicht, hin, her, tralala. Und das normale Leben ja auch rundherum. Es soll zwischen uns ja jetzt auch kein, sag ich mal, Wettkampf sein, dass wer jetzt am besten, schnellsten und tollsten abnimmt. Weil wenn du einfach bei Wasser und Brot lebst, dann lebst du natürlich auch schnell ab. Aber ob das jetzt so der gesunde Aspekt ist, weiß ich jetzt nicht. Ich will ja auch noch leben. Ich will ja noch leben. Ich bin viel eingeladen oder wir sind viel eingeladen, gehen viel essen und da ist es schon manchmal ein bisschen schwierig. Ich finde nämlich eigentlich nichts schlimmer, wenn du irgendwie mit Freunden essen gehst oder du bist eingeladen oder hast Besuch zu Hause, du bereitest da irgendwas vor und sagst, nein, ich nicht, weil ich diete gerade im Moment. Das finde ich das Unhöflichste aller Zeiten. Das würde ich auch niemals machen, weil dafür esse ich einfach zu gerne. Und wie gesagt, ich möchte ja auch noch leben und nicht nur irgendwie jetzt am Zwieback rumknabbern, obwohl Zwieback habe ich hier gerade neben mir stehen, habe ich viel gegessen. Sehr, sehr viel. Das mache ich unheimlich gerne. Aber mit meinen Worten, ich will mich ja nicht kasteien, nur um jetzt irgendwie da, ne, möglichst viele Kilos in kurzer Zeit zu verlieren, sondern man kann auch gut essen, toll ausgewogen essen und wirklich auch einfach damit abnehmen. Das ist eigentlich so ein schöner Begleiteffekt dabei, was mir immer noch sehr, 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 sehr schwer fällt. Also ihr könnt gerne in die Playlist reingucken und das Ganze, ich glaube, es waren insgesamt 12 oder 13 Teile, weil das ja über ein Jahr ging. Könnt ihr euch gerne in der Playlist anschauen, habe ich extra ran in den Speck, wie der ganze Verlauf auch mit dem Gewicht gewesen ist. Und was ich immer noch nicht so richtig im Griff habe, ist vernünftig, ordentlich und viel zu trinken. Das kriege ich irgendwie nicht hin. Naja, außer Kaffee, ne? Kaffee, das läuft immer bei mir. Kaffee immer genug und im Kiel, ne? Das läuft. Was ich dazu noch ein bisschen sagen muss, ich habe mich natürlich heute Morgen gewogen und habe richtig eigentlich
gut abgenommen die ersten 4 Wochen. Man sagt ja auch immer so, die ersten 4 Wochen ist dann auch nur Flüssigkeit, was rausgeht. Bei mir ist aber allerdings ein bisschen das Problem, dass ich gesundheitlich einfach ein bisschen Probleme habe mit meiner Schilddrüse, die mir so ein bisschen auch so den Hahn abklemmt. Ich nicht immer alles so essen kann, wie ich das gerne möchte. Auch noch ein paar andere gesundheitliche Aspekte, die mir das Essen nicht ganz so leicht gemacht haben und ich dadurch automatisch einfach etwas weniger gegessen habe, als was ich es sonst mache. Also wirklich, für ein Brötchen habe ich schon relativ lange gebraucht, um das zu essen. Aber dazu kommen wir ein anderes Mal. Aber das wollte ich ganz einfach sagen, dass das da schon eine Rolle gespielt hat, dass ich im Moment einfach aus gesundheitlichen Gründen einfach im Moment weniger esse und sehr, sehr, sehr viel trinke. Was ich diesen Monat richtig, richtig gut eigentlich fand bei mir selber, dass ich ganz einfach viele neue Sachen ausprobiert habe. Ich habe euch das ja teilweise so bei Instagram auch immer gezeigt. Auch wenn wir essen gegangen sind, einfach mal ein bisschen geguckt, was kannst du essen? Du musst ja jetzt nicht Fetttier, Spanferkel oder was weiß ich, kann man auch essen, ne? Aber ihr wisst jetzt, was ich meine. Dass ich einfach auf der Speisekarte nicht immer nach den gängigen Sachen geschaut habe, sondern auch mal Sachen, die ich sonst nicht so essen würde, und war doch überrascht, wie lecker einige Sachen sind. Zum Beispiel habe ich für mich so entdeckt, auch so diese ganze Bowl-Geschichte, also so gemischter Salat mit so leicht gekochten Gemüse, Tofu habe ich für mich entdeckt, so ein Kichererbsen-Curry habe ich mal gemacht, also rein vegetarisch, war sehr, 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 sehr lecker. Kürbissuppe habe ich auch wieder für mich ein bisschen neu entdeckt. So habe ich ziemlich oft eigentlich gegessen in letzter Zeit. Und da finde ich, ist schon ein Wechsel oder hat ein Wechsel bei mir stattgefunden, dass ich auch mal eher offen bin, so auch so vegetarische Sachen und solche Dinge, dass ich das einfach mal probiere und manchmal erstaunt war, wie lecker das eigentlich ist. Ich habe jetzt einfach mal so symbolisch unsere Obstschale hier. Die steht jetzt so hier, so wie sie ist, ne? Also hier ist ein schöner Kürbis drauf, da wollte ich mir eigentlich schon vorgestern eine Kürbissuppe kochen, bin ich aber nicht zugekommen. Bananen sind hier drauf, die haben wir hier eigentlich immer. Was ich auch gar nicht so oft esse, ist zum Beispiel mal eine schöne Mango. Eine schöne Mango ist richtig lecker, kannst du auch gut mit verarbeiten, wenn du so irgendwie so ein, ne, Kichererbsen-Chutney oder geschnetzeltes oder wie auch immer machen würdest. Könntest auch schöne Mango mit reinnehmen. Ich habe ein bisschen für mich entdeckt, Lauch in Frischkäse zu schneiden, also so in Hüttenkäse. Ich hole den mal ganz kurz, warte mal. Und zwar ist das so einer hier, also so ein Hüttenkäse, ne? Den kannst du wunderbar mit einer reifen Avocado, schön zermanschende Ding, Salz, Pfeffer rauf, Knoblauch rauf, vermengen. Hiermit ist ein super leckerer Brotaufstrich, den ich im Moment auch richtig gut essen kann. Was ich auch abends gemacht habe, das ist eigentlich immer die Sache von meinem Mann. Der isst immer Orangen, irgendwie abends, immer irgendwie was. Und sonst immer so Orangen, dann habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich das schon sehe oder wenn ich eine Zitrone sehe, dass mir die Geschmacksnerven richtig wehtun und ich die irgendwie immer nie gegessen habe. Und die sind so lecker. Und anstatt naschen abends, haben wir uns immer irgendwie sowas hier abends gemacht. Oder wie gesagt, hier mal so die Mango einfach mal so zwischendurch mitgenommen und nach dem Frühstück. Und vielleicht abends anstatt naschen mal sowas genommen. Also wir haben ja in Deutschland die Auswahl und Vielfalt in der Obstabteilung. Und da sind ganz, ganz viele Sachen, die ich wirklich so ein bisschen für mich entdeckt habe. Oder wie zum Beispiel auch Banane. Ein leckeres Bananenbrot. Einfach Banane, bisschen Margarine drauf, Banane oben drauf. Das ist richtig lecker und ist sehr, sehr sättigend. Und das habe ich irgendwie so in den Jahren einfach so ein bisschen aus den Augen verloren und jetzt wieder ein bisschen für mich entdeckt, auch mal Neues einfach mal zu entdecken, was lecker ist, was satt macht, was nicht teuer ist und was wir einfach hier, sag ich mal, uns aussuchen können, was wir essen wollen. Was mich so ein bisschen, sag ich mal, zu trinken animiert hat, ist für mich eigentlich dieser Tee hier. Das ist jetzt Geschmackssache, ne? Ich bin aber sonst nicht so der Held mit Tee. Ich habe verschiedene, auch Früchtetees, solche Sachen. Aber der hier, muss ich sagen, dieser Mesmer Rooibos Karamell aromatisch Süßtee ist ein Tee, den du nicht nachsüßen musst. Also
Ich mache das gerne, wenn Tee süß ist, ne? Aber da musst du wirklich nichts extra reinmachen. Da so mit Karamellgeschmack ist, ist der so, 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 so süß, dass man den wunderbar ungesüßt trinken kann. Und da habe ich mir wirklich immer so eine normale Cola-Flasche oder was weiß ich, was ich hatte, mit zur Arbeit genommen und habe da auf Arbeit wirklich immer so einen ganzen Liter von weggeknackt. Also das ist eine Sache, das hat mich persönlich animiert, einfach mehr zu trinken. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Entwicklung, weil ich merke das auf der Haut. Ich merke das an meinen Augen ganz einfach und ich merke es auch an meiner Stimmung und, sag ich mal, diese Müdigkeit. Ich habe ja sonst so eine Frühjahrsmüdigkeit und ich bin eigentlich das ganze Jahr müde. Eigentlich immer das ganze Jahr müde. Und ich finde, das ist ein bisschen besser geworden. Also der Körper besteht ja auch aus Wasser und es macht schon Sinn, richtig, richtig viel zu trinken. Für mich ist 1 Liter schon richtig, richtig viel. Aber so durch diesen Tee muss ich sagen, hatte ich auch richtig Bock, was zu trinken, weil ich finde den einfach lecker. Wo ich noch echt wirklich dran gearbeitet habe, ist einfach mal mehr rauszugehen. Also ich bin jetzt kein Stubenhocker oder so, aber so durch den Schichtdienst ist es mir immer nicht möglich, so wie heute ist jetzt wunderschönes Wetter und ich habe gleich Spätschicht. Ich habe dann manchmal einfach die Hausarbeit liegen lassen und habe gesagt, weißt du was? Wenn du nach Hause kommst, ist es trotzdem immer noch da und es wird da immer noch liegen und es läuft ja nicht weg. Und habe dann manchmal einfach die Zeit genutzt und bin zum Beispiel, wenn ich irgendwie Erledigungen hatte oder was weiß ich, bin ich einfach zu Fuß gegangen, um einfach ein bisschen frische Luft, Sonne und Bewegung zu kriegen. Schade ist, dass es eigentlich noch so kalt ist. Also man könnte es machen, man könnte mit dem Fahrrad fahren, zur Arbeit hin und zurück, aber mir ist das dann abends, ich komme ja sehr, sehr spät erst nach Hause, ist mir die Jahreszeit einfach zu dunkel und es ist mir einfach zu gefährlich mit dem Fahrrad, weil, ne, weiß man ja selber, ne, mit Fahrrad musst du immer selber mitgucken und wenn es dann so dunkel ist, da freue ich mich schon wieder drauf im Frühjahr, wenn es dann länger hell ist und ein bisschen angenehmer von den Temperaturen, dass man sich auf Fahrrad wieder betätigen kann, weil das fehlt mir, weil ich so Sport in der Richtung eigentlich gar nichts mache. Summa summarum bin ich eigentlich mit mir und meinem Gewicht eigentlich ganz zufrieden diesen Monat. Ich finde, es ist auch immer, es ist nur eine Zahl, die auf der Waage steht. Für mich und auch, denke ich, für Margarita zählt einfach das Wohlfühlgewicht. Und wenn ich so manche Hosen habe, die ich sonst so vor einem Jahr gerne angezogen habe und die jetzt zwicken und zwacken, merke ich dann schon, okay, du solltest ein bisschen was machen. Im Großen und Ganzen muss ich eigentlich sagen, bin ich mit meinem Gewicht zufrieden. Gut, man sieht sich selber immer ein bisschen kritischer und denkt, gut, komm, komm, die Kiste ist ganz schön dick geworden und so, ne? Also, der Morster kann schon mal ein bisschen was abnehmen und so. Bei mir ist auch eher so der Bauch so das Problem, dass ich so in der Bauchregion, ne? Also, ich habe total dünne Beine. Schultern wie ein Ringer und so in der Mitte ist das immer irgendwie, wo ich sage, okay, gut, ne? Aber im Kern bin ich eigentlich damit zufrieden und kann mich da nicht beschweren. Aber es ist ganz einfach so, wenn man auch so in die Wechseljahre kommt, älter wird, wird es erstmal unglaublich schwer, Gewicht zu verlieren. Und wenn du Gewicht verloren hast, ist das unglaublich schwer. Auch so sage ich mal, die Haut wird ja auch ein bisschen schlapprig. Müssen wir gar nicht drum herum reden. Das ist ganz einfach so. Und man müsste dann theoretisch noch irgendwie ein bisschen Sport dazu machen, damit die Haut schön straff bleibt. Aber mit Sport habe ich das ja nicht mehr so. Ne? Also ich habe früher gerne Sport gemacht, aber da kann ich mich nicht. Also die Walkingstöcke sollte ich noch mal rausholen und da mal einfach bisschen schneller zum Einkaufen gehen. Dass das einfach so ein bisschen auch den Stoffwechsel in die Gänge bringt. Aber mit Sport bin ich echt faul. Was ich auch ganz, ganz häufig einfach vergesse, hört sich jetzt blöd an. Aber wenn ich morgens so vor der Frühschicht einfach hier so meinen Turn habe, den Haushalt mache und Essen vorbereite, dies, das, Ananas und so, dann vergesse ich einfach in diesem Rhythmus manchmal einfach das Essen. Stehe morgens, ich stehe immer relativ früh auf, also so 7, 8 spätestens bin ich hoch, auch wenn ich dann anschließend bis in eine Puppenspätschicht habe. Ich vergesse einfach dann immer zu frühstücken. Und so gegen Mittag oder Nachmittag merke ich Du eigentlich, hast jetzt aber ganz schön Hunger. und dann irgendwie so ist es bei mir, dass ich mich da nicht hinsetze und in Ruhe mein Essen esse und dann erstmal ein paar Stunden Ruhe zwischendurch habe. Ich esse dann immer zwischendurch. Also wenn ich gut bin, backe ich mir meine Haferflockenkekse und habe dann so irgendwie immer nebenbei sowas zu essen, obwohl das ja auch nicht so gut ist. Aber das habe ich überhaupt nicht im Griff.
Ich vergesse wirklich dann und merke nachmittags, Mensch, mir ist richtig schlecht, weil ich so einen Hunger habe. Und ich glaube nicht, dass das mit dem Alter was zu tun hat, ne? Dass ich jetzt hier verkalkt bin, dass ich vergesse zu frühstücken. Es ist einfach mein Tagesablauf. Der Tagesablauf ist bei mir immer rechts, links, quer, hinher. Der ist nie konstant, sondern das ist jeden Tag, jede Woche immer irgendwie anders. Und dann vergesse ich das immer. Hatte ich ganz zu Anfang schon mal gezeigt, was ich auch echt gerne wirklich esse in der Zeit jetzt so. Also wo ich auch nicht so gut essen kann, ist einfach Zwieback mit Milch. Zwieback mit Milch oder Zwieback mit Buttermilch und Zitrone und ein bisschen Süßstoff oder Algarvensaft oder irgendwie sowas drin. Das finde ich richtig lecker. Das finde ich richtig gut und das finde ich richtig lecker. Ja, ich finde es richtig schön, dass eigentlich auch so viele von euch mitmachen und ich hoffe, wir konnten einfach von euch welche dazu animieren, einfach vielleicht auch mal ein bisschen drüber nachdenken, so was man isst und vielleicht auch mal Neues auszuprobieren und einfach, ich finde, der Gedanke, der ist schon wichtig, dass man sich einfach Gedanken über sein Wohlfühlgewicht gemacht hat und einfach agiert, dass man einfach was tut und es nicht einfach so hin und sagt, ja gut, dann bist halt ein bisschen pummelig, dann ist das so. Man kann ja gegen ansteuern und ich finde, der Gedanke hier oben, da hast du schon komplett mit gewonnen, wenn du so weit bist und sagst, ich ändere was. Ich bin gespannt auf Margaritas Video und ich bin gespannt auf den nächsten Teil. Den gibt es ja dann Ende März. Da werde ich mich wieder wiegen. Mal gucken, wie das Ganze ist, weil eventuell steht eine Operation bei mir an. Wie sich das dann verhält. Also das Ergebnis, sage ich mit der Waage heute, das sehe ich für mich jetzt einfach so, einfach ein Zusammenspiel, dass ich im Moment auch nicht so gut essen kann, auch nicht so viel Appetit habe, aber bei mir ist es im Moment halt nicht der normale Rhythmus. Das hat sich einfach so ergeben, dass das jetzt doch einige Kilos waren, die jetzt runtergegangen sind. Ich merke es natürlich an meinen Hosen und freue mich auch darüber. Ich muss mal gucken, ob die Tendenz weiter runter geht oder ob das wieder hoch geht. Schauen wir einfach mal nächsten Monat. Ich finde es schön, dass du wieder dabei warst und wir sehen uns einfach zum nächsten Ran an den Speck Ende März wieder. Und im Mai treffe ich mich, also wenn das termintechnisch alles passt, treffe ich mich wieder mit Margarita Make-up und mehr live. Dann können wir uns einfach noch mal ein bisschen über unsere Situation einfach noch mal ein bisschen austauschen. Und da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Vielleicht konnte ich dich einfach ein bisschen mitreißen. Einfach vielleicht mal ein bisschen Gedanken einzupflanzen. Mensch, ne? Es geht nicht darum, dass die Zahl auf der Waage jetzt perfekt ist, sondern es geht einfach darum, dass man sich einfach Gedanken darüber macht und vielleicht einfach nicht nur sabbelt, nicht darüber nachdenkt, sondern dass man das auch einfach mal ein bisschen versucht umzusetzen und in den jeweiligen Alltag einfach zu integrieren. So ist das. Ich werde weiterhin am Ball bleiben, versuchen, die Wasserflasche immer an der Kehle zu haben, neben der Kaffeegeschichte. Und werde einfach zusehen, das Beste für mich einfach so rauszuholen. Wenn es dir gefallen hat, reiß den Daumen nach oben. Hau mir auch gerne einen netten Kommentar rein. Bist du auch im Moment irgendwie so in der Abnehmphase oder dass du einfach deine Ernährung ein bisschen umstellst? Das würde mich sehr interessieren, Margarita natürlich auch. Und dann würde ich sagen, wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das doch spätestens jetzt am Ende dieses kleinen Videos nach. Und dann sehen wir uns einfach zum nächsten Mal wieder ran in den Speck. Und freue ich mich auf dich.